Wir sind drinnen. War etwas kompliziert, hier reinzukommen, aber wir haben es, ich denke, unauffällig geschafft. Schade, schade, hier hat leider schon jemand gezündelt. Okay, da müssen wir gleich durch. Schauen wir mal. Kommt man ja durch. Ich schau grad. Nee. Okay. Hier gibt es nicht viel zu holen. Nothing left. So, wir sind jetzt im Wohnhaus. Gekommen sind wir über die Garage. Über diesen Weg hier. Und hier unten stinkt es unglaublich nach Urin. Hier ist der Öltank. Oiltank. Für was das wohl war? Keine Ahnung. Vielleicht das ursprüngliche Fitnessrad. Wenn wir im Lost Place sind, schauen wir immer, wo noch andere Wege nach draußen wären. Dass es immer noch einen Notausweg gibt und nicht nur den einen Ein- und Ausgang. Oh, schön. Nice. Ja, nettes Hochbett mit der Wand. War bestimmt ein Kinderzimmer. Badezimmer nicht in so einem guten Zustand. Thank you.
interessant, wenn Fotos zurückgeblieben sind. Man so ein bisschen einen Einblick ins Leben hat und weiß, wer hier gewohnt haben könnte. Das sieht für mich nicht so vertrauenserweckend aus. Ja, da müssen wir wirklich aufpassen oben. Echtholzboden. Passt zum sonstigen Stil. Für wen oder was dieser Knüppel wohl war? Aber anderer Notausgang. Bevor wir Treppen hochgehen, schauen wir immer unten drunter. Manchmal bekommt man Aufschluss darüber, in welchem Zustand die sind. Natürlich nicht immer, weil oft sind sie auch verputzt. Aber lieber erst vorher nochmal abchecken. Oh wow. Nearly everything is falling apart here. Okay, direkten Blick auf die Nachbarn. Mir ist aufgefallen, dass auf den Möbelstücken, die im Haus zurückgelassen worden sind, überall Nummern drauf sind. Und bei manchen Zimmern steht auch privat betreten verboten. Also es könnte auch sein, dass hier vielleicht eine Versteigerung noch stattgefunden hat. Und sie haben versucht, den Rest von dem Mobiliar noch zu verkaufen. Ja, es hat auch einiges wert. Das sind richtige Antiquitäten hier. Wenn ich mir die Decken angucke, die da runterkommt und da runterkommt, dann sollten wir oben auf jeden Fall vorsichtig sein oder schauen, ob es lohnt. Ja, vielleicht die Treppe hochgehen, aber dann nicht weitergehen. Nee. Wenn der Putz runterblättert, dann kommen da manchmal Schichten von alten Tagen zu Vorschein. Da hinten steht eine alte Pfaff-Nähmaschine mit Fußantrieb. Vielleicht war es das Haus von einem Schneider. Das letzte Stockwerk ist absolut nicht vertrauenswürdig. Die Treppe bzw. die Hausmitte schaut noch ganz gut aus. Da wagen wir uns jetzt noch hoch, aber recht viel weiter brauchen wir oben nicht gehen.
Ah, ein Fernseherschrank. Ein Old TV. Grundig. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir müssen ein bisschen leise reden, weil die Nachbarn sind wirklich sehr nah dran. Es war echt interessant hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mitten in der Stadt noch solche Schätze findet. Die Klaviere und die Möbel, man hat richtig gemerkt, dass die Person, die hier drin gelebt hat, richtig viel Geld hatte. Also mich wundert, dass das so zurückgelassen wird und das auch noch in so einem guten Zustand ist. Also man müsste ja meinen, dass da viel rausgetragen und geklaut wird, aber überhaupt nicht. Also hat echt Spaß gemacht, hier eine Reise in die Vergangenheit zu machen. Und ich hoffe, euch hat das Video genauso gefallen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Die erste Millionärsvilla haben wir jetzt durch. Ich war echt überrascht, oder wir waren überrascht, wie viel dort zurückgelassen worden ist. Es waren auch wirklich wertvolle Dinge, also die Klaviere und die Möbel, die Einrichtung. Man hat gemerkt, derjenige, der da gewohnt hat, oder diejenige, hat richtig viel Geld gehabt. Also es war überraschend, wie viel da drin war. Und jetzt machen wir uns wieder auf die Reise in die Vergangenheit. Jetzt geht es nämlich weiter zur nächsten Millionenvilla. Mal schauen, ob wir da reinkommen und wie es da drinnen ausschaut. Los geht's!